Bewegung am Acker, Bewegung an der Wiese, Bewegung im Haushalt, Bewegung eigentlich rund um das, was man im Haus hat. Also das kann es ja nicht sein. Entweder fliege ich frei oder ich fliege nicht frei. Und das, was wir machen, ist eine Hupfi-Hupfi-Partie da. Weißt du, was frei fliegen heißt? Wenn wir einen Fallschirm springen. Ja. Was mit mir, wenn du nicht in die Hosen scheißt. Ist das frei? Ich bin nicht dabei, aber das ist eine Scheiße-Scheiße-Partie. Ist das, da, Fallschirmspringen mit mir. Runter auf 5000 Meter. Tack, tack, hat das bei mir. Oder das ist Angriffsstimmung. Oder hin und her, Hupfi, Hupfi, eine Arschpartie. Wir springen von 4000 Meter oben oder an 10 Meter tun. Du kannst Bungee Jumping mit mir machen. Immer scheiße, ich sag dir, mit mir kannst du live springen, aber live. Ich sag dir immer, was da gibt es keine volle Hose. Aber das ist was für Hilfsarbeiter da, die auf und da Hupferei da. Verstehst du das? Warst du beim Bundesheer? Nah. Na sicherlich. Nein, da warst du untauglich. Kann noch näher, Zwillingsflach. Da warst du untauglich. Mach dir nicht fertig, zirk die Maske aus unserem Handelsding. Du schaust so. Ich wollte die Gosche, weil ich es nicht brauche. Ich brauche die Gosche nicht halten. Ich bin der Kalli. Das ist Fallschirmspringen. Das ist ein Schnickschnack da. Das ist ja gar nichts. Ich wollte mit Karl reden, aber der ist ja wirklich ein vollgestörter Volltrottel bis zum Gehtnimmer. Der Wichser will mir erklären, wie man Bungee-Jump, der Spurtler, der Volltrottel, der ist der Schirm heute oben umkippt, der hat sich nicht einmal runterbucken können um einen Schirm. Nur, als Respekt vor älteren Menschen, ich bin auch nicht mehr der Jüngere, ja, als Respekt vor älteren Menschen denke ich mir immer, okay, zieh sie zurück, nimm, aber vor den Volltrottel nehme ich mich sicher nicht zurück. Das ist der größte Psychopath, den ich je kennengelernt habe. Mit mir kann einen Wettstreit ausstreiten, dass man Fallschirmspringen wie in einer Neustadt von 4.000, 5.000 Meter, wie auch immer das vorgegeben ist, weißt du, was ich meine? Und wenn er sich traut, der Osterhase, dass er nicht ausscheißt bis aufs Kreuz, ja, dann macht er das. Ich bin stets bereit. Ja, der Volltrottel glaubt, der Berger, ich bin der Berger, ich kann nicht sehen alles, ich bin der Berger. Da schaut's her, was habe ich gemacht, der Berger. Ich, der Berger, ja, geh mit gehen. Alter, was will der Wichser, der Volltrottel? Der kann keine drei Stiegen aufrennen auf einen Haxen. So was deppert's. Wah, wah. Am liebsten hätte er mal einen gehabt in die Goschen, dass er sich nicht mehr auskennt. Wirklich. So ein Psychopath, ein Gestörter bis zum Gehtnimmer. Bei mir gibt es keine Angst, habe ich schon wiederholt. Den ersten Schlag stelle ich ihm zur Verfügung, der Rest ist die Hölle. Ich bin auf 100. Wirklich. Am liebsten würde ich ihn in den Hut runterziehen und in den Zaun legen und in den Arsch reinschieben. Genau so ist es, wirklich.